Berufswunsch Journalist, ein Job mit vielen Vorteilen. Im Rahmen der Workshops an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft zeigt sich Verena Renneberg, Professorin für Journalismus, sehr optimistisch. Ich denke, dass es ein falscher Eindruck ist, dass behauptet wird, dass es chancenlos ist, brotlose Zunft etc., was alles behauptet wird. Ich denke, wenn man wirklich gut ist und es wirklich will, dann schafft man es auch. Um journalistisch tätig zu werden, gibt es viele unterschiedliche Wege. Welche Einstiegsmöglichkeit man hat, weiß auch Rennebergs Kollege Markus Blömecke. Am besten sucht man sich einen Ort, an dem man die ersten Grundkompetenzen im Journalismus entwickeln kann. Und zwar ganz praktisch. Eine Redaktion, in der die Leute etwas von verstehen, vom Texten, vom Produzieren, von ganz praktischen Dingen wie einer sauberen kleinen Recherche. Und das schaut man sich an und übernimmt möglichst viel davon. Entweder man fragt bei seiner Lokalzeitung, es kann ja auch mal so ein Gratis- oder Anzeigenblättchen an, ob man dort mal was für schreiben kann. Oder heutzutage geht es ja auch relativ einfach, man baut sich eine eigene Website oder fragt bei einem Portal an, das dem eigenen Interessen entspricht, ob man dafür was schreiben kann. Am Ende des Workshops nahmen die Teilnehmer zahlreiche Ratschläge mit nach Hause, wie sie ihrem Traumberuf Journalist ein Stück näher kommen können. Auf jeden Fall einen guten akademischen Abschluss, am besten auch als zweites Standbein vielleicht noch ein bisschen akademische Karriere. Das Allerwichtigste ist Beharrlichkeit. Beharrlichkeit, 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 dranbleiben, am Ball bleiben. Dann sollte man versuchen, sich so viel fortzubilden wie möglich, Seminare besuchen, Symposien, auch sowas wie eben die Jugendmedientage hier. Das Zweite ist, die Dinge, die man tut, sauber und ordentlich zu machen. Und versuchen, so viel wie es geht, schon praktische Erfahrungen zu sammeln.